EA Bone Productions. EA Bone Productions liest Sagen aus Liechtenstein. Heute der glockentragende Teufel. In der Gemeinde Triesnerberg in Liechtenstein auf Masescha steht eine Kapelle. Da ist auf dem linken Seitenaltar ein junger, blonder, unbärtiger Bischof dargestellt und neben ihm der Teufel, der eine Glocke trägt, die ihm recht schwer zu werden scheint, und den Kopf herabdrückt. Der rechte Fuß dieses armen Teufels läuft in Greifenklauen, der linke in einen Pferdefuß aus. Auch von einer anderen Begegnung des Teufels mit St. Joda erzählt die Sage. Der Teufel hatte dem heiligen Mann einmal auf den Rücken geladen und wollte ihn über einen See tragen. Als der Schwarze mit seiner Last in der Mitte des Sees gekommen war, so rief er: »Jöderle, segn die, oder ich wirf die ab.« Jöderle aber entgegnete: »Ich hab mich am Morgen schon gesegnet.« Die St. Theodulsglocke übt auch unter allen Glocken die wundersamste Kraft aus gegen Donner- und Hagelwetter. Werner Leken zeichnet die Verse auf: Wenn man die Glock anziehen tut und gehat nach ihrem Willen, dass man sie lud mit reinem Mut, das Wetter tut sie stillen. Gar grausamlich sieht man's in Luften schieben, die Glock tut es vertrüben, mit ihrem Ton so reich, auf Erd ist ihr nit gleich. In den meisten Pfarren der eingewanderten Waliser wird der heilige Theodul, gemeiniglich St. Joda genannt, verehrt. St. Theodul oder Theoder, wie andere sagen, war im 6. Jahrhundert Bischof zu Sitten im Wallis, dessen Landespatron er heute ist. Sein Andenken wird dort, wie im vorarlbergischen oberen Walsertale zu Ragal, alljährlich am 16. August feierlich begangen. Nach der Legende bekam unser heiliger Theodul vom Papst zu Rom eine Glocke zum Geschenk. Unvermögend, durch menschliche Hilfe die Glocke fortzubringen, habe er den Teufel, den er aus einem Besessenen ausgetrieben, gezwungen, das Geschenk über die Alpen nach Sitten zu tragen. Darum wird noch heute auf den Altären der walserischen Kirchen St. Theodul im bischöflichen Ornate dargestellt, wie er einen Teufel mit einer Glocke auf dem Kopf an der Seite hat oder ihn an einer Kette führt. Die Kirchenglocke zu Laterns ist der Sage nach ein Teil derjenigen, die der böse Geist dem heiligen Bischof nachtragen musste. EA Bone Productions.